Waffe! Er hat eine Waffe! Verschwinden Sie von hier. Jemand könnte die Polizei rufen. Hallo Freunde, willkommen zurück zu Watch Dogs. Ja, und ihr habt leider eine klitzekleine Szene verpasst eben. Es tut mir leid. Und zwar hat der gute T-Bone das Audio-File ja, durch alle möglichen Filter gejagt und hat dabei den Namen Brand Alster bekommen. Und wir haben herausbekommen, dass Brand Alster in der Kläranlage arbeitet. Das heißt, die Chancen steht gut, dass unsere Schwester dort ist und ja... Wir fahren jetzt dahin natürlich, um sie zu befreien. Dann das zum einen. Zum anderen muss ich euch leider gestehen, ich musste jetzt wirklich gerade mit mir selber kämpfen, ob ich diese Folge jetzt nun aufnehme oder nicht, denn mir geht es gerade echt beschissen. Und auch wenn man es vielleicht nicht so unbedingt hören möchte oder hören kann, es ist leider so und ich werde mich wahrscheinlich hier so ein bisschen quälen. Trotzdem wollte ich das jetzt unbedingt für euch machen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ich werde wahrscheinlich deswegen nur 15 Minuten pro Folge aufnehmen. Und das dann wahrscheinlich die nächsten 3-4 Folgen lang. Ganz einfach wirklich, um mich dann gleich ein wenig ausruhen zu können. Und ja, ich habe sowieso mit den Gedanken gespielt, solange ich meine 50.000er Leitung noch nicht habe, das auf 15 Minuten zu begrenzen, ganz einfach, weil so eine Folge Watch Dogs hochladen dauert wirklich bei mir inzwischen 3 Stunden. Und das sind 3 Stunden, in denen ich nicht arbeiten kann. Ich kann in der Zeit nichts, ja, das Einzige, was ich machen könnte, sind andere Sachen aufnehmen. Aber ich kann während der Zeit nichts rendern, ich kann während der Zeit, kann ich nicht im Internet sein und auch sonst sind die Aktivitäten sehr begrenzt, die ich machen kann. Und von daher, wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Ich spiele mit dem Gedanken. Ihr könnt mir gerne dazu schreiben in die Kommentare nach unten, was ihr davon haltet, ob euch das stören würde oder nicht. Meiner Ansicht nach, die meisten Videos werden, glaube ich, sowieso nicht komplett angeguckt. Von daher finde ich es nicht weiter schadhaft oder weiter schädlich, da den ganzen 5 Minuten wegzunehmen. Das zum einen und zum anderen ergibt sich dadurch ja vielleicht auch noch die eine oder andere Folge mehr. Ja, schreibt mir einfach, was ihr davon haltet, von diesem Gedankenspiel, dieser Idee. Und dann werden wir mal schauen. Solltet ihr allerdings nicht schreiben, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich das so machen werde, wie ich es bis jetzt für richtig halte. Und das wäre dann natürlich... das Ganze um 5 Minuten zu kürzen. Aber wie gesagt, ihr habt die Wahl, ihr habt die Macht, entscheide selbst. So, und wir sind hier auf dem Weg immer noch zur Kläranlage und die ist ganz schön weit weg gewesen. Selbst jetzt, naja, knapp 800 Meter noch. Und ich bin gespannt, was dort auf uns wartet. Ich weiß nicht, ob der gute Dingens, Damien, hieß er Damien? Ich glaube ja, das gemerkt hat, dass er die Ansage war und deswegen vielleicht mit ihr woanders hingefahren ist oder ob sie sowieso ständig den Standort gewechselt haben oder, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber genau deswegen fahren wir dahin, um was rauszufinden. So, knapp 200 Meter sind es noch und ich bin gespannt, was dort auf uns wartet. Kleine Schwester. Ja, ich dachte, ich kann jetzt irgendwie gleich rechts abbiegen, aber dem ist nicht so. Von daher lasse ich mein Auto hier ganz einfach stehen. Und gehe auf den altherkömmlichen Weg dahin. Zack. Ich dachte schon gut, dass da kein Wasser ist. Aber das ist mir dann erst mitten im Sprung eingefallen. So. Kleine Schwester. Schauen wir mal, was passiert. Ich hab Niki. Endlich. Und Damien weiß es nicht. Okay, jetzt schön vorsichtig. Er wird sie bewachen. Hoffentlich ist sie bereit. Ja, die letzten Male Schleich-Action hat ja gut funktioniert. Sie haben wohl Fixer als Security angeheuert. Sie schießen erst und stellen dann keine Fragen. Ja, ich hack mich unter dem Radar rein. Die werden mich gar nicht bemerken. Ja, hoffen wir mal, dass es so klappt, wie er sich es vorstellt.
Nikki Pierce, da haben wir sie tatsächlich. Wir wechseln mal schnell die Kamera um einen besseren. Ja. Huch, war ich das etwa? Jetzt geh an das Telefon, Nikki. Komm schon. Nikki, ich bin's. Aiden! Wo bist du? Hier sind überall Männer. Die Wache hier ist. Keine Ahnung, was passiert ist. Hör zu, ich weiß. Ich hole dich raus. Du bleibst am Telefon und ich führe dich. Nein, die finden mich. Nikki, da ist deine Waffe. Steck sie bitte ein. Nur für den Fall. Oh Gott, das ist verrückt. Aiden, ich weiß nichts über Waffen. Ja. Ich hab geschossen. Dafür, dass sie nichts über Waffen weiß, hat das gerade sehr gut funktioniert. Ich glaube, er ist tot. Nikki, hör mir zu. Wir müssen schnell machen. Ich werde dich sicher führen. Ey, Karamba. Das mit dem sicher führen, das hat bis jetzt nie geklappt. Aber gut, wir werden nochmal die Kamera wechseln. Vielleicht kommen wir dann so hier raus. Ja, das ist vollkommen egal. Ein Krankenwagen rufen? Gibt's hier irgendwo. Ach, da, besser. Das ist eine bessere Sicht. Bewegung. Ich hab nicht mehr geschossen, seit wir mit Dad auf Jagd waren und das waren nur Kaninchen. Okay, jetzt. Los, los! Die Frage ist, wo müssen wir hin? Ich glaube, er ist tot. Ich wollte das nicht. Sie ist einfach losgegangen. Ja, natürlich. Sie ist einfach losgegangen. So, wir wechseln mal schnell die Kamera, damit wir das Ganze hier besser anschauen können. Jetzt, los! Hast du sein Gesicht gesehen? Er konnte es nicht glauben. Er hat mir gestern noch Decken gebracht. Lass uns umkehren. Wir können ihn noch retten. Nikki. Hör auf meine Stimme. Zuerst müssen wir dich rausbringen. Ja. Okay. Ja. Wie machen wir das am besten? Bei dem hier können wir anscheinend nichts machen. Ich habe hier keine Möglichkeiten bis jetzt. Oder ich sehe hier gerade keine Möglichkeiten. Keine Ahnung, wie du das tun kannst. Das ist doch kein Leben. Oh, das. Das wollte ich nicht. Oh oh. Was soll's, nicht mein Problem. Wir wechseln nochmal die Kamera zurück. Ich glaube, wir haben nämlich gleich ein klitzekleines Problemchen. Bewegung. Alles klar. Ja, das habe ich mir fast gedacht, aber wir konnten es Gott sei Dank verhindern. Gibt's hier hinten Kameras? Da hinten ist eine Kamera. Ich würde sagen, hier gibt es keine Wachen und ich glaube, das ist der einzige Weg. Na, wo ist die Kamera, wo ich vorhin war? Sehr schön. Die Kamera ist es. Ach, wir können es nicht nochmal machen. Das ist jetzt suboptimal. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Ich finde keine Möglichkeiten, um den Typen hier abzulenken. Das ist mein einziges Problem gerade hier. Okay, los. Ah. Los, los, Kopf runter. Ja. Das hat sehr gut funktioniert. Das hat richtig, richtig gut funktioniert. Natürlich überhaupt nicht. Ja, ich habe den einen Typen übersehen. Vollkommen. Also machen wir das Ganze nochmal. Der Mann eben. Ich glaube, er atmet noch. Schnell, 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 schnell. Hör auf zu labern, geh da einfach rein. Wir gehen nochmal hier auf die Kamera.
Vorwärts. Nur so weit. Ja, das ist das Problem. Ja, ich kann nicht im Container. Sie sollte an die Tür gehen. Genau das hat sie mal wieder nicht gemacht. Und das ist hier so ein bisschen gerade das Problem. Mir fehlen zusätzliche Kamerawinkel. Ah, das solltest du doch gar nicht. Du solltest den Typen da. Und Niki, hör auf, jetzt rumzuheulen. Denk daran, für wen du das hier machst, und dann ist gut. Meine Güte. Wo aber ist ja einer? Ich sehe hier keinen. Können wir mal die Kamera gucken? Ja, von der Kamera sehen wir hier überhaupt nichts. Ich hab nicht mehr geschossen, seit wir mit Dad auf Jagd waren. So. Das waren nur Kaninchen. Weil ich ihn getötet habe. Ich glaube, er ist tot. Ich wollte das nicht. Wo ist sie denn jetzt? Sie ist einfach losgegangen. Ja, kannst du nicht mal... Ja, sie will nirgendwo hinlaufen, das ist geil. Hast du sein Gesicht gesehen? Er konnte es nicht glauben. Er hat gestern noch Decken gebracht. Ach, da ist sie. Und umkehr. Wir können ihn noch retten. Niki, hör auf meine Stimme. Hm. Zuerst müssen wir dich rausbringen. Ja. Okay. Ja, das werden wir auch dieses Mal nicht schaffen. Los, schnell! Das ist doch alles... Na... Irgendwie eine Markierung für sie wäre schön gewesen. Das wäre echt klasse. Damit ich sie auch mal finde, wenn ich sie verloren habe. Nein. An sowas denkt das Spiel natürlich nicht. Er hat noch geatmet. Oh, und das ist... Ich muss es schon wieder hören. Ich krieg eine Macke gleich. Ja, dann hat er halt noch geatmet. Mann. So. Wir müssen jetzt auf den da achten. Okay, jetzt. Ich hab nicht mehr geschossen, seit wir mit Dad auf Jagd waren. Und das waren nur Kaninchen. Los, jetzt geh mal da in Deckung. Stopp, zurück. Oh, Alter, bis sie reagiert, das ist ja Ostern. Ich ihn getötet habe. Wie kann sie denn da drin sterben? Och, kommt Leute, das macht doch keinen Spaß. Ich hasse diese Mission, wo ich die Leute leiten muss. Wenn ihr euch erinnern könnt, ich habe es noch nicht einmal geschafft, die Leute oder die Personen da wirklich vernünftig zu leiten. Er hat noch geatmet. Oh, ich krieg eine Macke, das ist das Schlimmste daran. Keine Checkpoints und ich muss mir ihr Gelaber immer und immer wieder anhören. Das ist doch nicht mehr feierlich. So, jetzt wechseln wir mal auf die Kamera. Sie ist da drinnen. Ich hab nicht mehr geschossen, seit wir mit Dad auf Jagd waren. Und das waren nur Kaninchen. So. Bewegung. Einen Moment. So, dann warten wir mal ganz kurz. Ich getötet habe. Ich glaube, er ist tot. Ich wollte das nicht. Sie... Ja, wir haben's gehört. Niki, bleib ruhig. Meine Güte. Mann, die wollten dein Kind erschießen und du heulst herum. So, schnell der Kamerawechsel. Er konnte es nicht glauben. Er hat mir gestern noch Decken gebracht. Natürlich läuft sie so lang. Das gibt's doch nicht. Wie blöd kann man sein? Oh. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass ich weiterkomme. Bewegung. Er hat noch geatmet. Der Mann eben. Ich glaube, er atmet noch. Ach, so schnell hat er sich erholt. Das ist ja interessant. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Halleluja. Meine Güte. Ja, es tut mir leid, euch eine Folge zeigen zu müssen, wo irgendwie nichts funktioniert, aber... Los. Er hat noch geatmet. So ist es leider. Ach ja, komm, nein, wir holen keinen Krankenwagen. Meine Güte, rumzuheulen wie ein kleines Mädchen. Wo ist sie? Da ist. Alles klar. Kommunikator stören und durch.
Los, schnell! Ich hab nicht mehr geschossen, seit wir mit Dad auf Jagd waren und das waren nur Kaninchen. Ja, meine Freunde, es tut mir leid, das war's dann erstmal mit dieser Folge. Ich versuch's dann in der nächsten besser zu machen. Ach, das ist doch wieder. Ja, es tut mir leid, Leute. Also, trotzdem, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Nation Zero. Ciao, ciao.